Hallo Internet und hallo YouTube, willkommen zurück bei Minecraft. Part 4. Im letzten Part haben wir eine Mine entdeckt. Aber, ich meine, das ist ein bisschen kurz anders noch. Ich würde gerne diese Spinne eigentlich töten. Das Problematische ist, ich werde dabei sterben. Gut, das geht mir gar nicht. Ich brauche einen Hasen. Unbedingt, ich muss Hasen töten. Muss unbedingt Hasen töten, weil so kann ich in die Höhle nicht untergehen, weil das ist Selbstmord. Brauchen wir das zum Essen? Wir müssen essen. Wie ist mir eigentlich egal? Hauptsache, wir finden Essen jetzt. Wir gehen jetzt mal kurz auf Essenssuche. Und wir werden entweder im nächsten Part, also in diesem oder im nächsten Part, dann die Höhle erkunden gehen. Gut, ich könnte eigentlich. Könnte das eigentlich ganz anders machen. Wir könnten uns ja Seeds holen. Gucken wir, zwei Seeds, da hupfi nicht weit. Drei Seeds ergeben drei Weizen. Drei Weizen sind ein Brot. Und ein Brot ist ein bisschen zu wenig. Nein, mich interessiert dieser Hase nicht mehr. Nein, es ist aus. Also die Hasen können mich mal wirklich kreuzweise hasen. Gut, ja. Der Schmier mit den Seeds ist ja auch nicht so dumm. Haken an der Geschichte wieder. Finde Seeds. Bären. Gut, Bären sind nicht so mein Ding heute. Einfach jetzt kurz hier anbauen. Gut, das muss ich aber mein Zuhause. Gut, das Zuhause finde ich eigentlich jetzt lustigerweise besser. Als vorher. Gut, verdorbenes Fleisch sollte man eigentlich nicht essen. Auf der anderen Seite bringt das schon was, aber es bringt halt nicht viel. Jetzt bräuchte ich noch zwei Seeds, dann haben wir zumindest vier. Ein noch. YouTube, ein noch. Na jawohl, jetzt haben wir 12 Seeds. 12 Seeds ergeben am Ende vier Brot. Vier Brot, das heißt, wir haben Brot. Nicht Brot Bernd, sondern nur das Brot. Also nicht Bernd, das Brot, sondern das Brot. 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 Wir haben Brot. So, wir brauchen dazu natürlich eine Spitzhacke. Woher weiß ich das alles? Ja, ich spiele nicht das erste Mal Minecraft. Oder habt ihr geglaubt, ich spiele zum ersten Mal Minecraft? Gut, wen versuche ich jetzt zum Veräppeln, mich selbst oder euch? Am Ende gar kein. Ach komm. Okay, da kann ich mal nichts setzen. Das ist ja wieder ganz toll. Aber hier. Muss ich jetzt wirklich jedes einzelne Schnee klumpert ab? Oh mein Gott. Also das Spiel. Mama macht mich das Spiel schon auch wahnsinnig, wenn ich das so sagen darf, YouTube. Manchmal macht es mich wahnsinnig. Manchmal macht es mich wahnsinnig. Gut, die Variante mit diesen Umschalten und zwei Händen finde ich ja jetzt nicht so blöd. Es ist Arbeitserleichterung ein bisschen. Du kannst jetzt mit zwei Händen arbeiten am Ende. Gut, das war jetzt dumm. Gut, das war noch dümmer. Entschuldigung. Zum Beispiel jetzt beim Seed setzen war das natürlich eigentlich gar nicht so. So, jetzt natürlich die Frage, wie lange brauchen die?
Gut. Im Normalfall sagt man ja immer kurz. Was können wir jetzt in dieser Zwischenzeit machen, solange die Seeds da hinten wachsen und daraus Weizen wird? Ja, wir könnten dabei in dieser Zeit in unser neues Zuhause gehen, altes Zuhause gehen, da reinguxen. Vielleicht einmal den Eingang ein bisschen schöner machen. Ich meine, das wäre wohl auch. Das gefällt mir schon besser. Wenn ich schon die Zeit dazu habe, kann ich ja eigentlich Stufen machen. 4, 16, zu wenig. 7 mal 4 ist Donnerstag. Ist auch zu wenig. 4 mal 8 ist 32, noch immer zu wenig. Machen wir 40. 40 in Anschlag. Falsche Taste, jetzt hat die richtig gehabt. So, jetzt haben wir da 40. Mit 40 können wir natürlich ein bisschen mehr arbeiten. Ja, genau. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass wir wieder nur 31 haben. Wie weit sind meine Seeds? Nicht weit. Ich glaube nämlich jetzt, nachdem ich jetzt ja so unlogisch gerade runtergebaut habe, muss ich jetzt noch mal eine Reihe überall wegnehmen, oder? Schauen wir mal. Sollte vielleicht eine Reihe nur runterbauen. Ich weiß nicht, ob ich genug Stufen habe. Ah! Scheibe! Ich glaube nämlich nicht, dass ich genug Stufen habe. Gut, wir schauen nochmal kurz runter. B. Das ist dann nicht gerade so gewesen, wie ich es wollte. Werden wir hier einen Abgang machen. 7 habe einer. 7 ist zu wenig. 7 ist zu wenig. Da brauchen wir noch ein paar mehr. Sind 15. 15, vielleicht könnte es ja ausgehen. Schauen wir, ob das mit 15 ausgeht. Meine, das Problem an denen ist ja natürlich jetzt auch wieder. Ja, Problem ist es eigentlich nicht. Das ist jetzt eigentlich nur logisch denken. Scheibe! Immer wieder passiert mir das. Eieiei, gleich zweimal. Mein Gott, wieder im Gesetz. Eieiei. Was ist denn los mit mir heute? Zwei noch immer, paar. Wenn er immer mindestens acht. Eieieiei. YouTube. Gut, ich bin ja auch auf Ebene. Ja, gut, wir sind auf Ebene 48. Das stimmt schon. Wir sind von 67 auf 41 runter. Gut, okay. 48 runter. Okay. Ein bisschen denken. Ein bisschen rechnen. Das kann jeder Mensch mal. Aber ja, das ist eine Sache bei mir. Es ist halt immer so, nachdenken, arbeiten, nachdenken, das ist halt so, hapert's ein bisschen an der Logischdenkerei bei mir. Ja. Aber das wird mal schön abgehen. Jetzt werden wir da unten noch kurz ein bisschen herumtun, solange das eigentlich fertig ist dort mit meinen Seeds.
Ja, das heißt, einmal einen Weg nach unten machen, einen schönen kleinen. Ein bisschen aushöhlen da noch. Weil ich will eigentlich am Ende dann, wenn möglich, einen schönen Abgang hier runter haben. Genau so. So hätte ich mir das jetzt vorgestellt gehabt. Da sind auch schon Schienen. Das sind nämlich auch Schienen. Das ist natürlich noch toller. Das ist natürlich auch nicht schlecht, dass da unten Schienen sind. Das erspart uns natürlich wieder Rumbauerei. Und natürlich, wenn wir da unten auch genug Eisen finden, hätte ich jetzt mal gesagt. Gut. 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 Das waren jetzt toll. Hätte auf meine Rückseite achten sollen. Ja. Okay. Wir sind tot. Wir sind gestorben, YouTube. Jetzt hätte ich natürlich gerne ein. Hätte natürlich gern sowas wie Perfide Beast. Eine Anzeige, wo mein Todespunkt gewesen ist. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so schön und ihr habt auch an meiner kurzen Reaktion gemerkt, ich habe damit eigentlich nicht gerechnet. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie ich gegangen bin, würde ich vielleicht mein Zuhause finden. Gut, der Haken an der Geschichte ist ja eher ein anderer. Es ist alles weg. Es ist alles weg, was ich hatte. Das ist halt jetzt auch nicht schön. Das ist halt jetzt natürlich ganz, ganz blöd. Zombie. Gut, die Welt ladet hier ab. Bisschen gerade schlecht. Gut, ist auch jetzt nicht so das gravierend Schlimmste. Oh, die Leiter wirklich schlecht. Hei. Spinnen, Zombies, alles. Oh. Das sind jetzt komischerweise Hühner, das heißt, wir sind ja komplett auf der verkehrten Seite. Oh, schön. Wieder solche komischen Skelette. Ja, auf der einen Seite ist vielleicht, wäre es schön, nach Hause zurückzufinden, wo ich gerade war. Weil. Hatten leider doch eine Höhle ist, also eine Mine ist unten. Ja gut, auf der einen Seite bin ich selber schuld jetzt gewesen. Ich habe echt nicht geschaut. Die Rückseite. Meine Rückendeckung, also. Ja, also. Der Tod ist okay, also ich kann es nachvollziehen. Der Tod war okay. Selbst schuld. Weil ich einfach nicht aufgepasst habe. Also. Da muss ich mir selber auf die Nase fassen und selber zu mir sagen, okay, du hast jetzt selber Blödsinn gemacht. Und das ist halt natürlich das Schöne an diesem Spiel, du, Fehler werden natürlich sofort bestraft. Und die Aktion müsste ich auch bestraft, wenn ich jetzt gerade hier mache. Das kann nicht gut gehen. Das kann in gar nicht gut gehen. Aber
Wenn es gut geht, finde ich zu nach Hause und ich krieg vielleicht meine Sachen wieder. Normalerweise haben wir 5 Minuten Zeit, wenn man stirbt. Chronologisch gesehen. Und ich hätte schon gerne meine Sachen nochmal zurückgehabt. Oh, irgendwas attackiert mich. Nicht so knapp, bevor ich zu Hause bin. Das gefällt mir gar nicht. Oh, es ist ein langer Weg da nach Hause. Ja, drei Creeper. Zwei Creeper, Entschuldigung. Das Schlimme ist, ich höre nichts. Ich habe keinen Ton zu diesem Spiel gerade. Creeper in Ansatz. Creepy Creeper. Bin gleich zu Hause. Gleich bin ich zu Hause. Gleich habe ich es geschafft. Nicht ein blöder Zombie. Nein. Nicht mit mir. So. Nicht mit mir. Und das Problematische an der ganzen Geschichte ist genau in dem Moment passiert, wo ich eigentlich eine Truhe machen wollte. Und abgesehen von der Truhe, ich wollte ja eigentlich auch extra eine Tür hier machen, weil. Ei, was haben wir jetzt für ein Blödsinn gemacht? Jetzt haben wir für ein Blödsinn gemacht. Gut. Ah, das sieht abbauen mit einer Holzaxt, mit einer Axt ist auch nicht gerade die beste Variante. So. Da haben wir kurz ausleihen. Das braucht man nicht, das braucht man, das braucht man, das braucht man nicht. Brauche ich nicht, 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 brauche ich nicht. Mal alles weg, was man nicht brauchen gerade. Einfach mal alles wegräumen. Aus dem Inventar raus, was unnötig gerade in dem Moment wäre. So, ich schaut das Inventar natürlich ein bisschen übersichtlicher wieder aus. So viel Stein brauchen wir natürlich nicht mit, das ist auch viel zu viel des Guten. Holz nehmen wir unsere Reserve mit. Bei Holz kriegen wir eigentlich eh unten jetzt, wenn wir runtergehen dann. Ja, so schaut die Sache natürlich wieder anders aus. Es ist halt natürlich bitter gewesen jetzt. Schade drum eigentlich, es wäre. Es war eigentlich ein guter Anfang. Gut. Wenn wir jetzt noch den Part so nützen, dass ich jetzt noch schaue, was mit meinen Seeds da unten ist. Gott, mein Brot wächst gar nicht. Das ist eigentlich ja noch schöner. Das ist ja wieder toll. Gut, ich will jetzt aber auch nicht auf die Jagd nach Hasen gehen, nur das ist ja auch nicht schön. Das ist echt schön. Gut, dann werden wir noch ein paar warten müssen, bis wir da runtergehen und uns diese Mine anschauen genauer. Weil im nächsten Part wird das wohl auch nicht das der Fall sein, glaube ich, weil einfach mir fehlt einfach, dass da jetzt was mitnehmen. Ich will da nicht ohne Essen runtergehen. So, hier kommt mir keiner mehr rein. Hier werden wir Licht machen noch. Es war zu dunkel hier. Es war einfach zu dunkel. Das war klar, es ist zu dunkel gewesen. Ich bin gerade eher am Überlegen, ob ich hier noch eine Türe einbaue einfach. Ganze hier verkleidet und eine Türe baue. Also es ist dann ein bisschen umständlich, oder? Es ist so viel umständlicher. Es ist einfach zu umständlich, dieses auch noch zu tun. Es ist. Ja, wir wollen es halt nicht übertreiben, oder YouTube? Man könnte es jetzt übertreiben.
Da muss es aber nicht übertreiben. So, jetzt sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir spielen Minecraft. Danke fürs Zusehen.